Guten Tag, liebe Saskia. Vielen Dank, dass du so spontan zugesagt hast. Du hast eine Naturheilpraxis Daubermann in Erfstadt. Wie ist das Thema Gesundheit und dein Schwerpunkt Darmgesundheit zu dir gekommen oder vielleicht auch geflogen? Ja, danke, liebe Ute, dass du mich erstmal eingeladen hast. Ich freue mich sehr, mit dir in diesem Interview zu sitzen. Und ja, ich heiße Saskia Dauermann. Ich sage einfach mal was zu mir. Ich bin 44 und habe drei Kinder. Und das war ja immer nicht immer so. Ich war auch mal eine Zeit lang ohne Familienanhang. Und in dieser Zeit, eigentlich in meiner Jugend, fingen meine eigenen Probleme an. Und ich hatte halt in der Jugendzeit immer wieder mit Infekten zu tun, Mandelentzündungen. Später dann, nachdem die Mandeln raus waren, kamen die Nebenhöhlenentzündungen dazu. Ja. Und irgendwann hatte ich Darmprobleme. Das schien für mich im Endeffekt überhaupt nicht in einem Zusammenhang zu stehen, weil ich bin ja immer brav zu meinem Hausarzt gegangen, bekam Antibiotikatherapie und nochmal. Und ja, bin auch beruflich erstmal in der schulmedizinischen Schiene gelandet und als Krankenschwester arbeiten gewesen und habe aber irgendwann für mich festgestellt, Mensch, das kann es doch nicht sein, dass ich nur gesund bin, wenn ich mich mit Antibiotika ernähre und mein Problem sich von irgendwie, jedes Mal ploppt ein neues Problem auf. Ich war total unzufrieden und dann habe ich mich einfach belesen und dann bin ich auf die Naturheilkunde gekommen. Ja, und ich fand das war für mich wie eine Offenbarung, ja. Also für mich gab es ja nur dieses Schulmedizinische, ja, und da war ich voll von überzeugt und auf einmal tauchten dann auch Optionen rechts und links auf. Und dann entschloss ich mich, Mensch, ich lasse mich wirklich zur Heilpraktikerin noch ausbilden und habe meine eigenen Probleme mit reingenommen, um die aufzuarbeiten und wieder Gesundheit bei mir reinzukriegen. Habe dann im Endeffekt auch festgestellt, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ja, also das war wie ein Aha-Erlebnis, wo ich dann auf einmal stand und dachte, ach, so ist das. Ja, und jetzt bin ich als Heilpraktikerin, Gesundheitscoach in meiner Praxis tätig, auch ganz neu im Online-Coaching. Und mein Schwerpunkt ist jetzt wirklich die Darmgesundheit und auch die CCM-Ernährung. Und ich helfe ganz vielen Menschen oder vor allem Frauen dabei, ihre Verdauungsprobleme hinter sich zu lassen oder vor allem den Reizdarm, das ist auch immer so ein Thema, und wieder Freude und Genuss beim Essen zu bekommen. Bevor wir uns jetzt mit dem Krankendarm beschäftigen, würde ich gerne wissen, wie funktioniert denn der gesunde Darm? Wie soll das eigentlich normal vonstatten gehen? Ja, also ein gesunder Darm ist ja erstmal für uns erstmal total unauffällig, ja. Du bist gesund, der muckt nicht, du hast Ruhe im Bauch, ja. Wenn du merkst, dass der Darm irgendwie aufmuckt, dann geht es ja schon in die Richtung, da stimmt was nicht. Der gesunde Darm ist erstmal dafür da, die Nahrung, die oben reinkommt, durch den Verdauungsschlauch zu transportieren, das Wertvolle vom Unwertvollen quasi zu trennen, ja. Und der Darm transportiert die wertvollen Nahrungsbestandteile, sortiert er aus und gibt sie den Körperzellen, damit diese energievoll, kraftvoll und leistungsfähig sind. Ja? Und da gibt es verschiedene Stationen halt im Darm. Der Dünndarm, der ist halt eher dafür zuständig, dass Nahrungsresorption stattfindet. Ja? Und der Dickdarm, der dickt den Stuhl nochmal ein, der entzieht also auch nochmal aktiv Wasser, aber auch Gallensäuren werden nochmal rückresorbiert, weil die sehr wertvoll für den Körper sind. Vitamine werden resorbiert. Also es ist eine total spannende Sache eigentlich, der Darm. Und jeder denkt immer, Darm, das ist ja total unsexy, ne? Also wer beschäftigt sich hier mit dem Darm, ne? Das sind ja die Omas beim Kaffee trinken, ja, die dann vielleicht über ihren Stuhlgang Probleme sich diskutieren. Das kennt man ja so, ne? Aber Darm ist eigentlich total spannend, weil da passiert eigentlich das pure Leben, ja. Und ja, wenn das dann nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann hast du nachher echt Probleme. Genau. Und dann, du hast sowieso schon das pure Leben im Darm drin. Ne? Ja. Und wenn da jetzt ein paar querschießen, ein paar viele, denke ich mal, ne? Ja, genau. Welche Symptome kann denn so ein kranker Darm machen oder haben?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie schwer ist die Darmgesundheit eingeschränkt. Also da gibt es natürlich auch so Sachen wie Akutproblematiken oder auch Notfallproblematiken. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf einmal stärkste Bauchschmerzen habe, ja, oder der Bauch, der fühlt sich auf einmal richtig bretthart an oder ich kann keinen Stuhlgang mehr lassen seit mehreren Tagen oder vielleicht sogar seit einer Woche. Oder ich habe Blutabgang, ja. Also dann ist das wirklich ein Alarmzeichen. Da muss sofort zum Arzt gehen. Das muss ärztlicherseits abgeklärt werden. Woher kommt die Problematik? Und der Arzt, der muss dann auch wirklich ganz fix reagieren, ja. Aber das ist ja nicht der normale Alltag, wenn wir sagen, der Darm wird krank. Du rutschst ja so rein in diese Problematik. Mein Darm fühlt sich nicht mehr ganz gut an. Meistens sind das so Befindlichkeitsstörungen, die am Anfang stehen. Das ist so Stufe 1, würde ich sagen. Ja, das heißt, du hast mit Blähbauch zu tun, du hast mal Bauchkrummeln, da rumort es im Bauch, du merkst, du verträgst Lebensmittel vielleicht nicht mehr so richtig, du musst öfter auf Toilette gehen oder du musst vielleicht auch weniger auf Toilette gehen, hast mit Verstopfungsproblematik zu tun. Ja? Und dann hast du nachher diese Problematik, dass sich das einfach immer weiter verschlechtert. Es können entzündliche Reaktionen hinzukommen, wie zum Beispiel diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn, Colitis, Colitis ulcerosa auch, ja, wo auch wirklich schwerste Schäden auch an der Darmschleimhaut schon sichtbar sind. Und es kann natürlich sogar sein, dass die degenerativ wirklich verändert sind, der Darm, dass wir nachher Darmkrebs auch haben. Ja, das heißt, es gibt einen Unterschied, was ist jetzt genau krank, ja? Von der Befindlichkeitsstörung, ja, zur Nahrungsintoleranz, zum Reizdarm, ja, zu einer Unverträglichkeit. Da ist erstmal ganz viel los und möglich. Und als Experte muss man erstmal sondieren und auch aussortieren, was ist denn da jetzt genau das Problem bei dir? Jetzt hast du uns ja erzählt, welche Krankheiten möglich sind. Was hat das denn für Auswirkungen jetzt direkt auf den Körper? Weißt du, habe ich nur ein Grummeln oder ist nur mein Darm sozusagen dran? Oder habe ich Leberprobleme, Bluthochdruck, Kopfschmerzen? Wie kann ich das denn noch lokalisieren? Hast du eine Idee? Ja, also erstmal muss man nochmal vielleicht allen nochmal, die jetzt zuschauen, nochmal vielleicht mit auf den Weg geben, dass der Darm eigentlich so das zentrale Organ im Körper ist. Ja, und wenn der Darm schwach ist, entzündet ist, krank ist, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Das ist eine Großbaustelle. Ja, weil der Darm, der reagiert mit verschiedenen anderen Organsystemen, steht der in engem Zusammenhang und kann dann auch an anderen Organen Probleme verursachen. Ja, und zwar gibt es da verschiedene Schleimhautbereiche, die im Darm dann miteinander reagieren. Zum Beispiel steht die Darmschleimhaut im Zusammenhang mit der Schleimhaut im Nasenrachenbereich. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgegangen, ich hatte immer mit Mandelentzündungen zu tun und Nebenhöhlenproblematik. Ja. Da schließt sich der Kreis, ja, bei mir hat sich der kranke Darm quasi hier den Bereich Nasenrachenbereich erwischt, ja. Der Darm steht aber auch mit anderen Dingen in Zusammenhang, zum Beispiel auch der Hautgesundheit, ja. Wenn du Problematiken hast auf der Haut wie Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis in diesem Bereich, Rosazea wird jetzt auch immer mehr in den Wintermonaten wieder ein Problem. Dann ist die Darmgesundheit dein Problem und nicht die Haut. Ja, aber viele gucken erstmal auf das nächste Problem, bevor sie die Ursache sich anschauen. Ja, und wenn ich natürlich einen unruhigen Bauch habe, dann tun das auch viele erstmal so als Befindlichkeitsproblem ab und sagen, ja, ach, dann nehme ich mir mal eine Renny oder eine Pantoprazol ein. Dann ist das Problem erstmal, kriege ich den Deckel drauf, ja. Aber du kommst nie tiefer. Das Problem ist der Darm und nicht, dass du zu hastig gegessen hast und immer wieder Bauchschmerzen hast, sondern du musst einfach schauen, dass du dein Leben nochmal, ja, auf den Kopf stellst, ne? Nochmal richtig durchleuchtest, wo ist das Problem? Da sagst du ein wahres Wort. Ich habe unterrichtet und da hatte dann eine praktisch Magensäureaufstoßung
Und dann habe ich nur gesagt, ja, also wenn ich sehe, was Sie den ganzen Morgen getrunken haben, da hätte mein Darm mich schon längst woanders hingeschickt und mein Magen, ne? Also es war nur Cola und Apfelsaftschorle. Und das von 9 bis 11:30 waren das, das waren fast 2 Liter, also eine große Flasche Cola und eine große Flasche Apfelsaftschorle. Hätte ich nie verkraftet. Ja, und dann schrie sie, direkt hat jemand eine Rennie und dann haben die Damen die Taschen ausgepackt. Jetzt, wenn das Männer hören, sagen die, ja, Damen und ihre Taschen. Ich war erstaunt, was alles in den Taschen ist und wie viele Medikamente die da drin haben. Ja, hier kannst du das haben, du kannst auch das haben, das und das. Ich kannte gerade Rennie von den ganzen Namen her. Ich war nur geschockt. Ich habe nur gedacht, und ich habe gesagt, wieso gehen Sie nicht raus und gehen Sie mal ein Glas Wasser trinken? Ne? Ja, Also ich fange genau. immer mit Wasser an, bevor ich eine Tablette nehme. Zum Beispiel ich. Ne? So, Ja, jetzt ja. machen wir aber weiter. Also wir haben ja jetzt schon so die Auswirkungen gesagt, dass also auch ganz viele Organe und verschiedene Sachen betroffen sein können, an die man gar nicht denkt. Was soll man denn bei einem kranken Darm machen, außer Tabletten nehmen? Ja, also als erstes muss man natürlich schauen, ist es wirklich eine Befindlichkeitsstörung und auch wie lange dauert die an? Ja, also wenn man jetzt temporär mal Probleme hat, weil man eine stressige Phase hat und danach ist alles wieder gut, dann muss man halt schauen, dass man diese stressige Phase erstmal überlebt, sag ich mal, und dann geht man ja wieder in diesen normalen Rhythmus. Wenn man aber jetzt nicht mehr ein temporäres Problem hat, sondern ein chronisches Problem. Und heutzutage ist ja auch der Lifestyle leider chronisch schlecht. Ja, und da fängt es schon an mit der Ernährung. Ja, da bin ich natürlich hier als Ernährungspapst so ein bisschen hier, ne? So bitte, ne? Schaut auf eure Ernährung. Ja, was oben reinkommt, kommt unten raus. Ja, also ganz einfach. Ja, wenn du energievoll, kraftvoll, darmgesund leben willst, da kannst du dich nicht von Schrott ernähren. Ja, da musst du dich nicht wundern, wenn dein Darm sagt, nein, danke, das will ich nicht. Ne? Dass der sagt, ich rebelliere hier, ich mache dir jetzt erstmal hier Rabatz, weil dein Darm will im Endeffekt hier auf sich aufmerksam machen. Er will sagen, hör mal, spinnst du eigentlich? Das ist nicht das Richtige, was du hier zu dir nimmst. Ess mal was Vernünftiges. Ja? Und wir haben einfach total verlernt, auf unseren Körper zu hören. Ja, das ist so. Schritt Nummer eins, höre auf deinen Körper. Was er nicht möchte, das iss bitte nicht und trink bitte nicht. Ja, also ich docke da an, wo du sagtest, dass da wirklich beobachtenswert ist, wenn Leute Problematiken haben im Magen-Darm-Bereich, schau auf das, was sie im Einkaufswagen haben, schau auf das, was sie im Büro essen. Ja, und du kannst dir viele Dinge einfach erklären. Ja, wenn ich mir einen Tag mit Fast Food gönne, ja, oder mit diesen Energy Drinks, Soft Drinks, Cola, ja. Also ganz viele sind ja entsetzt, wenn ich sage, lassen Sie mit der Cola das besser sein, ne? Ja, aber da muss ich mich doch nicht wundern, ja. Also das heißt, ich als Therapeutin bin natürlich auch so ein bisschen Lifestyle und Expertin und Aufräumcoach für den Darm, ja. Also ich versuche den Darm so ein bisschen in Schutz zu nehmen und den Menschen nochmal begreiflich zu machen, das, was du isst, ja, das ist deine Lebenskraft. Ja, und es muss einfach Klick machen. Ja, es muss Klick machen. Das ist eigentlich das größte Geheimnis von Gesundheit und Darmgesundheit. Es ist so einfach. So einfach. Und da musst du nicht die Apotheke beglücken, ja, indem du da Renny und Pantoprazol in rauen Mengen kaufst. Du musst erstmal die Dinge aussortieren, die dir nicht gut tun. Und dann natürlich Dinge essen, die dir gut tun. Ja, und du musst deinen Lifestyle anpassen. Ja, also du brauchst Bewegung, frische Luft. Du brauchst auch mal wieder eine Spur mehr Achtsamkeit im Alltag, Pausen, ja, Meditation, einfach mal das den Geist durchpusten. Wir sind heute so durchgetaktet, To-Do-Listen, ja. Ich kenne das als Mama auch. Ich fühle mich manchmal auch total im Hamsterrad, ja. Aber wir müssen uns immer wieder noch mal rückbesinnen. Wir sind der Chef in unserem Leben. Wir. Und wir haben es auch in der Hand, gesund zu sein. Ja? Ja,
Du hast uns ja jetzt schön gesagt, was man machen kann. Kann denn der Darm für immer gesund bleiben? Oder überhaupt kann ein kranker Darm gesund werden? Ich rede jetzt, ja doch, bleibe ich mal genau bei der Formulierung, du sortierst jetzt genau aus, Ja, denke ich. ja. Also klar muss man natürlich erstmal gucken, wie schlimm ist er jetzt schon betroffen. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat jetzt schon Darmkrebs, da ist ja schon ganz viel kaputt gegangen. Ja, oder wenn einer schon Chemotherapien hat oder da ist am Darm was weggeschnitten worden oder bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo auch wirklich schon funktionell in der Darmschleimhaut schon wirklich Probleme sind. Da muss man halt gucken, ja. Also es ist immer einfacher, frühzeitig anzufangen, präventiv schon gut zu arbeiten, als wenn man nachher schon sehr weit fortgeschrittene Darmerkrankungen vor sich hat. Das dauert halt auch sehr, sehr lange. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich kriege einen Darmkrebs geheilt. Das wäre total unseriös, ja. Also was wir machen können, wir können die Darmgesundheit in jedem Stadium verbessern. Ja, wir können in jedem Stadium die Darmgesundheit verbessern. Und da ist ja auch in der Darmforschung geht es ja jetzt auch immer mehr um das Mikrobiom, ja, und die Darmflora, die guten Darmbakterien, auch die ganzen Zusammenhänge, welche Bakterien sind für was gut, ja, und hilfreich. Und da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ja, und da muss man einfach schauen. Unbedingt wichtig ist, wenn ich was verändern will, ist Geduld, ja, und auch die innere Bereitschaft, was zu verändern, ja, und nicht nur zu sagen, ich hätte gerne eine Wunderpille, ja, höre ich auch ganz oft, wie lange dauert das denn? Ja, sage ich, eine Wunderpille habe ich nicht in der Schublade, das sind sie bei mir falsch, bei mir müssen sie was tun, ne? Wenn wir zusammen losgehen, ja, dann kann ich unterstützen, wenn ich weiß, der ist voll dabei, da kann ich wirklich, ich habe wirklich tolle Erfolge auch in der Praxis gehabt. Aber wenn man sich aufs Sofa setzt und sagt, ich bleibe in meiner Komfortzone, hier ist es so schön bequem, ja, und ich esse weiterhin nicht gut, dann ist es schwierig zu sagen, ich kriege den da kranken Darm wieder hin, wenn ich nur temporär was ändere, aber nicht mein komplettes Leben einfach auf ein neues Level hebe. Das ist es halt. Genau, und das Leben auf ein neues Level zu heben, hat auch ganz viele Vorteile, ne? Also man fühlt sich anders, man ist auch im Endeffekt beweglicher geworden. Auf jeden Fall, ne? Und wie gesagt, die Darmgesundheit, da hängen so viele verschiedene Sachen dran. Immunsystem, die Leber, die Haut, die Schleimhäute, ne? Gibt ja auch immer wieder Damen zum Beispiel, die immer mit wiederkehrenden Harnwegsinfekten zu tun haben oder ja, Scheidenentzündungen, ja? Die sitzen da und sitzen da und sitzen da und die haben wirklich ernsthafte Probleme und die haben ja. Ja, es ist einfach nur furchtbar für die, ne, das auszuhalten. Und die wissen einfach nicht weiter. Und viele Dinge der Darmgesundheit sind halt leider bei den normalen Hausärzten nicht so drin im täglich Brot. Ja, da ist halt die Naturheilkunde nochmal etwas anders aufgestellt. Ja, weil wir schon viel früher immer gesagt haben, die Gesundheit beginnt im Darm. Ja, und da wurden wir auch oft mit belächelt, ne, mit so einem Witz, ne. Kommst du zum Heilpraktiker, kriegst du erstmal eine Darmsanierung. Das war so ein Running Gag. Aber die Gesundheit liegt nun mal im Darm. Was will ich dazu sagen? Ja, die liegt da drin, ne? Weil hängt davon ab, was man reinschüttet, ne? Ich habe noch eine Ja, Frage. genau. Hast du noch etwas ganz Wichtiges, was du den Zuschauern mitgeben möchtest zum Thema Darmgesundheit? Ja, also. Grundsätzlich möchte ich jedem empfehlen, mehr auf sich zu achten, ja, bewusster zu leben, bewusster durchs Leben zu gehen, bewusster einzukaufen, ja. Wir sind alle von so vielen Dingen, von außen werden wir fremdgesteuert, werden wir angetriggert, ja. Wir müssen auf so viele Reize reagieren. Manchmal ist es heilsamer, die Dinge erstmal zu reduzieren und in die Heilung zu bringen. Und ich möchte auch wirklich sagen, Heilung kannst auch du hervorbringen, wenn du einfach mehr auf deinen Körper achtest. Da wirst du schon ein ganzes Stück weiterkommen, ohne jetzt unbedingt einen Therapeuten zu konsultieren, ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man wirklich dann auch ein gutes Stück vorwärts kommen will. Aber du kannst auch eine ganze Menge Gutes
ganz alleine bewerkstelligen. Du musst nur losgehen. Genau, wenn es nur eine kleine Änderung ist im Leben. Wie kann man dich denn erreichen? Ja, also mich kann man am besten per Mail erreichen, also Anfragen liebend gerne per Mail. Und meine Webseite, da könnt ihr euch auch gerne ein bisschen einlesen. Genau, Ute wird ja noch die Links dazu setzen. Ja, genau. Genau, und ich freue mich, klar, wenn ihr Lust habt, mit mir zusammenzuarbeiten, freue ich mich sehr. Liebe Saskia, ich danke dir für die zahlreichen Informationen, die du auch wunderschön komprimiert rübergebracht hast, weil Darm ist eine lange Geschichte, halt wie der Darm auch so ist. Ne? Ja. Ich habe sehr viel gelernt bei dir. Ja. Und ich danke dir nochmal dafür, dass du dich bereit erklärt hast, diesen kleinen Vortrag zu halten. Ja, danke, liebe Ute, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich gut mit dir unterhalten und freue mich, wenn ganz viele Menschen nochmal durch dieses Video auf die Idee kommen, ihr Leben mehr in die Hand zu nehmen. Genau, danke schön.